Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort zu genauer an und setzen es ein, wenn es nötig ist. Achtung, es ist aber nicht immer nötig. Ich biete dir an, dir einen Kaffee zu bringen. Ich helfe dir dabei, Arbeit zu finden. Ich bitte dich darum, zu mir zu kommen. Ich beabsichtige, eine Ausbildung zu machen. Ich fange damit an, dir zuzuhören. Zuzuhören ist ein Wort. Ich bitte dich, zurückzukommen. Zurückzukommen wird zusammengeschrieben. Ich biete dir an, mitzukommen. Mitzukommen ist ein Wort. Ich bitte dich darum, zu kommen. Ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Ich danke dir dafür, auf mich gewartet zu haben. Und noch einmal. Ich biete dir an, dir einen Kaffee zu bringen. Ich helfe dir dabei, Arbeit zu finden. Ich bitte dich darum, zu mir zu kommen. Ich beabsichtige, eine Ausbildung zu machen. Ich fange damit an, dir zuzuhören. Zuzuhören ist ein Wort. Ich bitte dich, zurückzukommen. Zurückzukommen wird zusammengeschrieben. Ich biete dir an, mitzukommen. Mitzukommen ist ein Wort. Ich bitte dich darum, zu kommen. Ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Ich danke dir dafür, auf mich gewartet zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige einfache Sätze im Präsens an. Achtung, es gibt eine Ausnahme. Sie fährt nicht mit dem Auto. Sie fährt nicht mit dem Fahrrad, sie nimmt den Bus. Wir sind in der Schule und lernen Deutsch. Ich sitze in der Sonne. Er liest nicht, er spielt Computer. Sie vergisst alles. Üb oder übe das noch einmal. Achtung, das ist Imperativ. Sie ändern sich nie. Das tut man nicht. Es tut weh. Sieh das an. Siehst du es? Und noch einmal. Sie fährt nicht mit dem Auto. Sie fährt nicht mit dem Fahrrad, sie nimmt den Bus. Wir sind in der Schule und lernen Deutsch. Ich sitze in der Sonne. Er liest nicht, er spielt Computer.
Sie vergisst alles. Üb oder übe das noch einmal. Achtung, das ist imperativ. Sie ändert, ändern sich nie. Das tut man nicht. Es tut weh. Sieh das an. Siehst du es? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort zu genauer an und setzen es ein, wenn es nötig ist. Achtung, es ist aber nicht immer nötig. Ich biete dir an, dir einen Kaffee zu bringen. Ich helfe dir dabei, Arbeit zu finden. Ich bitte dich darum, zu mir zu kommen. Ich beabsichtige, eine Ausbildung zu machen. Ich fange damit an, dir zuzuhören. Zuzuhören ist ein Wort. Ich bitte dich, zurückzukommen. Zurückzukommen wird zusammengeschrieben. Ich biete dir an, mitzukommen. Mitzukommen ist ein Wort. Ich bitte dich darum, zu kommen. Ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Ich danke dir dafür, auf mich gewartet zu haben. Und noch einmal. Ich biete dir an, dir einen Kaffee zu bringen. Ich helfe dir dabei, Arbeit zu finden. Ich bitte dich darum, zu mir zu kommen. Ich beabsichtige, eine Ausbildung zu machen. Ich fange damit an, dir zuzuhören. Zuzuhören ist ein Wort. Ich bitte dich, zurückzukommen. Zurückzukommen wird zusammengeschrieben. Ich biete dir an, mitzukommen. Mitzukommen ist ein Wort. Ich bitte dich darum, zu kommen. Ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Ich danke dir dafür, auf mich gewartet zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir Präpositionen und das Wort zu für den Infinitiv ein. Fangen wir an. Er hat Angst davor, schwarze Katzen zu sehen. Er hat Zeit dafür, zu laufen. Ich habe Zeit, die Stadt zu besichtigen. Ich empfinde große Wut darüber, das zu hören. Er hat ein Problem damit, sich klar zu äußern. Ich habe Angst davor. Meine Präsentation zu halten. Ich habe Interesse daran, Deutsch zu lernen. Ich habe Spaß daran, mich zu unterhalten. Unterhalten ist ein Wort.
Ich habe Freude daran, es zu wiederholen. Wiederholen ist ein Wort. Und noch einmal. Er hat Angst davor, schwarze Katzen zu sehen. Er hat Zeit dafür, zu laufen. Ich habe Zeit, die Stadt zu besichtigen. Ich empfinde große Wut darüber, das zu hören. Er hat ein Problem damit, sich klar zu äußern. Ich habe Angst davor. Meine Präsentation zu halten. Ich habe Interesse daran, Deutsch zu lernen. Ich habe Spaß daran, mich zu unterhalten. Unterhalten ist ein Wort. Ich habe Freude daran, es zu wiederholen. Wiederholen ist ein Wort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verwendung der Pronomen genauer an. Sie unterhalten sich mit ihm, im Dativ. Wir verstehen uns miteinander. Er sprach mit ihm über uns. Wann fangt ihr mit dem Thema an? Er hat mit dem Essen begonnen. Er beeilt sich mit dem Kollegen. Sie verlobt sich mit ihm. Sie diskutiert mit ihm über sie. Wir fuhren mit dem Bus nach Paris. Hast du mit ihnen telefoniert? Und noch einmal. Sie unterhalten sich mit ihm, im Dativ. Wir verstehen uns miteinander. Er sprach mit ihm über uns. Wann fangt ihr mit dem Thema an? Er hat mit dem Essen begonnen. Er beeilt sich mit dem Kollegen. Sie verlobt sich mit ihm. Sie diskutiert mit ihm über sie. Wir fuhren mit dem Bus nach Paris. Hast du mit ihnen telefoniert? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Adjektivendungen an. Ich habe einen unbekannten Mann kennengelernt. Die unbekannte Sängerin kommt aus Frankreich. Die hübsche vergoldete Figur ist groß.
Diese vergoldete Fassade ist schrecklich. Der gestohlene Keks war eklig. Die gestohlenen Sachen sind wichtig. Der entwendete Keks wurde zurückgegeben. Der entwendete Schmuck war hochwertig. Mein wieder aufgetauchter Kuli ist ganz rot. Der zurückgegebene Ring war teuer. Und noch einmal. Ich habe einen unbekannten Mann kennengelernt. Die unbekannte Sängerin kommt aus Frankreich. Die hübsche vergoldete Figur ist groß. Diese vergoldete Fassade ist schrecklich. Der gestohlene Keks war eklig. Die gestohlenen Sachen sind wichtig. Der entwendete Keks wurde zurückgegeben. Der entwendete Schmuck war hochwertig. Mein wieder aufgetauchter Kuli ist ganz rot. Der zurückgegebene Ring war teuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.